أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, wir haben das letzte Mal über Afatul Irhab gesprochen, über die Seuche, die Krankheit des Extremismus gesprochen. Und wir haben klar gemacht, dass diese Religion, die Religion des Islam, die einzig akzeptierte Religion von Allah Azza wa Jal ist. Keine Religion hat Allah Azza wa Jal akzeptiert, außer die Religion des Islam. Damals nicht, heute nicht und in Zukunft nicht. Inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und alle Propheten, die Allah Azza wa Jal gesandt hat zu ihren Völkern, sie waren Muslime gewesen mit Beweisen, die wir das letzte Mal aufgeführt haben. Wir wollen heute, bi'idhnillah ta'ala, nachdem wir klar gemacht haben, dass die Religion des Islam frei ist von Extremismus, dass diese Religion eine friedfertige Religion ist. Und wir sagen das nicht für die Kuffar, wir sagen das als Stolz für unsere Religion, für unsere Leute. Und wenn wir diese Religion praktizieren auf beste Art und Weise, so werden die anderen es merken. Aber in diesen Zeiten, verstärkt, hören wir, dass viele sogenannter Muslime, und mache ein dickes, großes Fragezeichen, ob diese Leute wirklich Muslime sind, dass sie Anschläge die gesamte Zeit hinweg verüben. Seit Monaten oder seit Jahren. Und lasst uns heute darüber reden, ob der Islam etwas mit diesem Extremismus zu tun hat oder nicht. Nochmal, das letzte Mal haben wir alles klar und deutlich gemacht, dass diese Religion frei ist vom Extremismus, und wir haben belegt, dass die fünf gewaltigen Gesandten allesamt Muslime gewesen sind. Heute werden wir darüber sprechen, was ist dieser Extremismus? Und warum gibt es in der Tat, und wir bestätigen das, es gibt durchgeknallte, verrückte, psychisch kranke Leute, deren Herzen schon längst tot sind, die es lieben, die Menschen in Schrecken und Angst zu versetzen. Wir bestätigen das. Und es gibt diese Leute. Und wir wollen heute darüber reden, wie können Leute solche Gedanken entwickeln? Und wie können sie so einen Weg verfolgen, der letztendlich nur mit Blutvergießen zu tun hat? Allahumma aslih hadhihi al-umma. Liebe Geschwister, lasst uns erstmal hören, was bedeutet die Übertreibung in der Religion? Weil die Extremisten, sie übertreiben in der Religion. Wal-Ghulu, wie Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala gesagt hat, huwa mujawazatul hadd. Das ist, dass du die Grenze überschreitest. Und Allah Azza wa Jal hat in dieser Religion Grenzen gesetzt. Das heißt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Ansonsten tun wir uns gegenüber Unrecht und den anderen gegenüber Unrecht. Diese Grenzen sind heilig bei Allah Azza wa Jal. Derjenige, der diese Grenzen verletzt, und diese sind nur da, um uns zu bewahren und eine Gesellschaft zu bewahren, diese Grenzen, wer sie überschreitet, so wird er Yawmul Qiyamah von Allah Azza wa Jal zur Rechenschaft gezogen. Und jeder von uns sollte darüber nachdenken, ob er zu denjenigen gehören möchte, die, wenn sie 50.000 Jahre an diesem Tag unter der heißen Sonne Allahs Azza wa Jal sind und die Abrechnung bevorsteht, ob sie mit diesen Taten vor Allah Azza wa Jal stehen wollen, liebe Geschwister. Mujawazatul Hadd bedeutet, dass man die Grenze überschreitet. Dass man etwas tut, was Allah Azza wa Jal nicht erlaubt hat. Das ist erstmal die Definition. Und Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte etwas sehr Schönes. Und manche führen das auf die Salaf-Gelehrten zurück. Ma amara Allahu bi amrin illa tarada shaytanu fihi bi amrin. Allah Azza wa Jal hat nichts anbefohlen von seiner Religion, außer dass der Shaytan die Menschen dazu bringt, in zwei Gruppen zu fallen. Imma al-Taqsir wa imma al-Ghulu wa kilahuma damar. Und beide sind vernichtet. Beide sind vernichtet. Was meint Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala? Wenn Allah Azza wa Jal dir etwas anbefiehlt, dann gibt es Leute, sie übertreiben in dieser Sache. Und manche untertreiben in dieser Sache. Und so haben wir viele Fälle in der Religion, wo es Übertreiber und Untertreiber gibt.
Diese Leute handeln falsch in unserer Religion. Allah Azza wa Jal hat die Gerechtigkeit für diese Umma gelegt. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt: Ya ayyuhal ladhina amanu, kunu qawwamina lillah, shuhada'a bilqist, wa la yajrimannakum shana'anu qawmin, ala an la ta'dilu, i'dilu, huwa aqrabu littaqwa, wattaqullah, inna allaha khabirun bima ta'malu. Allah Azza wa Jalla, der Allmächtige, spricht, damit wir uns vergegenwärtigen, was der Stellenwert dieser gewaltigen Religion ist, und höre, O Diener Allahs, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen von einem jeden Diener reinigt. Er sagt uns subhanahu wa ta'ala: O ihr, die ihr glaubt, und das ist eine Ansprache lediglich an die Gläubigen, an keinen anderen. Steht für die Sache Allahs azza wa jal ein. Ihr habt eine Religion, mit der Allah subhanahu wa ta'ala euch beauftragt hat. Diese Religion ist das Gewaltigste in eurem Leben. Steht für die Sache Allahs azza wa jal ein und seid Zeugen der Gerechtigkeit. Allahu akbar. Zeugen der Gerechtigkeit. Du darfst niemals lügen, um für dich oder für jemand anderen einen Vorteil zu verschaffen. Wenn du bezeugst, dann bezeugst du mit Wahrhaftigkeit, mit nichts anderem. Sei Zeugen der Gerechtigkeit, sagt Allah Azza wa Jalla. Und der Hass gegen andere Menschen, Allahu Akbar, soll euch nicht dazu verleiten, ungerecht zu handeln. Soll das Extremismus sein? Der Hass, der da ist, aufgrund bestimmter Ereignisse, was sich abgespielt hat. Der Hass, der in eurem Herzen ist, soll euch trotzdem, obwohl ihr vielleicht eine schwere Situation durchmacht, obwohl ihr Ungerechtigkeit über Ungerechtigkeit erfährt, der Hass in euren Herzen soll euch nicht dazu verleiten, ungerecht zu handeln. Und fürchtet Allah, wahrlich Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Eine Aya im Koran al-Karim, wo Allah Azza wa Jalla uns klar macht, dass diese Religion die gerechteste Religion ist, die überhaupt auf dieser Welt nur praktiziert werden kann. Und jeder weiß das auch und glaubt nicht, dass die Kuffar das nicht wissen. Alles, was sie uns vorwerfen, machen sie. Ey Allah, alles, was sie uns vorwerfen, den Muslimen, das machen sie, liebe Geschwister. Und schaut, gewaltig. Manche Leute, die kennen den Islam nicht. Ein Jugendlicher fängt an, seine Religion zu praktizieren. Gestern und vorgestern hat er noch eine Freundin gehabt, hat Zina gemacht regelmäßig, Alkohol getrunken, vielleicht Drogen genommen und er war ein Dieb, ein Betrüger durch und durch. Und dann nimmt er den Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah leitet zum Weg, wen er will. Subhanahu wa ta'ala. Aber was beginnt danach? Dadurch, dass er so eine schlimme Vergangenheit gelebt hat, versucht er umso mehr in der Religion, wo er jetzt weiß, dass er Falsches getan hat, er versucht umso mehr Stärke hereinzustecken in der Hoffnung, dass dieses von Allah Azza wa Jalla angenommen wird. Aber es kommt dazu, dass diese Person, der sich die Religion selber beibringt, der die Religion nicht von Gelehrten und von Leuten des Wissens lernt, es kommt dazu, dass er Dinge missversteht, die unter den Gelehrten klar sind, liebe Geschwister. Er hört Ayat im Koran, gewaltige Ayat. Allah Azza wa Jalla sagt, Subhanahu wa Ta'ala, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. Tötet diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Und sie verbieten nicht, was Allah und sein Gesandter verboten haben. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Und sie folgen nicht der Religion der Wahrheit unter denen, die die Leute der Schrift sind, die Juden und Christen. Er hört diese Eier. Er sagt, na dann mal los. Da sind sie alle vor mir. Diese soll ich umbringen. Eine Eier. Das ist eine Eier im Koran, liebe Geschwister. Er liest eine andere Eier. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ. So tötet alle Götzendiener, wie sie euch auch getötet haben. Dann sagt er, sie töten uns ja in Syrien und in Burma und auf der gesamten Welt. Möge Allah Azza wa Jalla unseren Geschwistern Freiheit und eine Lösung schaffen. Er sieht, sie werden getötet. Ah, so wie sie uns töten, werden wir sie jetzt töten.
Und dann liest er weitere Ayat. Allah Azza wa Jal sagt, Ya ayyuhal Nabi, jahid al-kuffara wal-munafiqina, waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam, wa bi'sal masir. O du Prophet, bekämpfe die Kuffar und die Heuchler und sei hart zu ihnen. Und ihre Endstätte ist Jahannam. Worte von Allah Azza wa Jal. Wie geht ein Jugendlicher, der den Islam weder von Alif bis Ja gelernt hat, wie geht er mit diesen Ayat um? Fakt ist, er versteht sie nach seinem Verständnis. In seinem Herz befindet sich Hass, Groll und auf der einen Seite die Unfähigkeit und dann kommen noch Ayat, die er nicht versteht, weil er setzt sich nicht mit diesem Koran, mit dieser Religion auseinander, dann führt eines zum anderen und dann sagt er letztendlich, das ist meine Pflicht, die Kuffar zu töten. Allah hat mir erlaubt, jeden Kafir zu töten. Haben wir das gehört? Wallahi, wir haben das gehört. In Deutschland? In Deutschland. Ayat, die er falsch verstanden hat, die er falsch aufgenommen hat, weil er die Religion nicht verstanden hat. Was passiert daraufhin? Dann hörst du, dass einer kommt, wal-iyadu billah, und mit einer Axt auf einen Nicht-Muslim zuläuft und ihn töten möchte. Oder ein anderer macht gar einen Anschlag auf Nichtmuslime hier in diesem Land. Und er rechtfertigt dieses mit den Ayat, die er gelesen hat und bei denen er sicher ist, dass er sie richtig verstanden hat. Aber bei Allah, dieser Ärmste, hat nichts verstanden. Denn Allah Azza wa Jal, er hat uns Ayat im Koran gelassen und Subhanahu wa Ta'ala, er hat uns auch eine Sunna in unserer Religion gegeben, liebe Geschwister. Und die Ayat, wo Allah Azza wa Jal befohlen hat, die Kuffar zu töten, wir kommen gleich dazu, so sind das Ayat, die spezielle Anlässe gewesen sind. Das sind Ayat, die spezielle Anlässe gewesen sind. Und die Gelehrten teilen die Kuffar in vier Kategorien ein. Sie nennen erstmal den Kafir al-Mu'ahad. Al-Kafir al-Mu'ahad, und ich bitte, dass man speziell hier seine Aufmerksamkeit auf diese Wörter legt, damit man versteht, was bedeuten diese Ayat und was bedeuten diese Ayat. Was bedeuten diese Hadithe und was bedeuten diese Hadithe. Denn wir werden tagtäglich konfrontiert damit, auch die Nicht-Muslime fragen nach diesen Ayat. Was bedeutet das, dass jemand ein Kafir Mu'ahad ist? Das bedeutet, dass es ein Kafir, mit dem du einen Friedensvertrag hast. Wenn ein Kafir in unseren Ländern, in unseren islamischen Ländern ist, oder umgekehrt, du bist in einem Land der Kuffar und du hast die Befugnis bekommen, hereinzukommen in das Land, und der Kafir hat die Befugnis bekommen, in unser Land hereinzukommen, so ist er ein Mu'ahad, er ist jemand, der geschützt werden muss, dem man nicht gegenüber Unrecht antun darf. Höre den Hadith vom Gesandten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Der sagte, man qatala mu'ahadan lam yarih raihat al-jannah. Derjenige, der einen tötet, mit dem man einen Friedensvertrag hat. Was bedeutet Friedensvertrag? Wir kommen zum Beispiel nach Deutschland herein. Dieses Hereinkommen in Deutschland bedeutet, dass wir ab jetzt einen Friedensvertrag mit den Leuten haben. Das bedeutet das. Oder genauso gut kommt ein Kafir zum Beispiel nach Saudia herein. Oder er kommt in die Türkei herein. Es gibt einen Friedensvertrag. Man darf diesen Mann nicht anfassen. Nicht anfassen. Auch wenn er ein Feind Allahs ist, auch wenn er ein Feind Allahs ist. Beweis, Beweis. Abu Sufyan, radiyallahu anhu arda, war zu dem damaligen Zeitpunkt ein Kafir gewesen. Ein Kafir. Und er hat den Islam gehasst und hat versucht, den Islam zu vernichten. Und Subhan al-Malik, später, als die Muslime in Medina waren, kam Abu Sufyan von Mekka nach Medina. Und weil er dort mit einem Vertrag hereinkam, hat niemand von den Muslimen ihn anfassen dürfen. Warum nicht? Weil er einen Vertrag hat. Ein Mu'ahad. Einer, mit dem man Friedensvertrag hat. Und Allah Azza wa Jal sagt, Aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Haltet euch an euren Verträgen, denn wahrlich, nach diesen Verträgen wird gefragt, Yawmul Qiyamah. Nach diesen Verträgen wird gefragt, Yawmul Qiyam. Wer war Abu Sufyan zu dem damaligen Zeitpunkt? Er war ein Führer der Kuffar. Er wollte den Islam vernichten. Er wollte den Tod vom Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Dann kommt er nach Medina und keiner fasst ihn an. Aber wir haben heute mehr Eifersucht
als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und die Sahaba damals. Deswegen sagen die Gelehrten, kommt eine einzelne Person, sei er auch ein Feind. Und wir reden hier über eine Situation, die prekär ist, liebe Geschwister. Sei er auch ein Feind oder eine ganze Gruppe, aber sie stehen unter dem Vertrag, so darf niemand diese Leute anfassen. Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man qatala mu'ahadan lam yarih raihat al-jannah, derjenige, der ein Mu'ahad tötet, so wird er niemals den Geruch des Paradieses riechen. In Ägypten leben Juden und Christen, die dürfen nicht angefasst werden. Es gibt dort Diplomaten, die dürfen nicht angefasst werden. Warum? Weil sie mit einem Vertrag reingekommen sind, ein Vertrag von diesem Land. In Deutschland darfst du niemanden, wal'iyadu billah, ein Haar krümmen. Niemals! Und fürchte Allah Azza wa Jal, denn es gibt diese Leute, die haben diese üblen Gedanken. Wir haben sie selber kennengelernt. Wallahi al-Azim, nichts als schwarze Gesichter. Und sie sind wie Eidechsen. Heute hat er die Farbe und die Farbe. Warum? Weil er niemals seine Religion kennengelernt hat. Jede Ayah bewegt ihn in den Osten, jede Hadith in den Westen, weil er niemals diese großartige Religion kennengelernt hat. Allahumma fahimna dinana. Er hat sie nicht gelernt. Dann gibt es einen Kafir, liebe Geschwister, den wir Kafir Zimmi nennen. Zimmi bedeutet von Juden oder Christen. Dieser ist ebenfalls geschützt in unserer Religion. Und du darfst ihm nichts antun, o Diener Allahs. Höre diese Überlieferung vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, man ammana rajula ala damihi thumma qatala fa ana bari'un min al-qatil wa in kana al-maqtul kafira. Wenn jemand dem anderen sein Blut schützt, das bedeutet, er gibt ihm einen Vertrag, so dass dieser ihn nichts antut, er nicht sein Blut vergießen wird. Und das bekommen die Leute, wenn sie in unsere Länder hereinkommen. Und er schützt sein Blut nicht, bedeutet, er vergießt sein Blut, so sage ich mich los, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, von demjenigen, der ihn getötet hat, selbst wenn der Getötete ein Kafir ist. Selbst wenn der Getötete ein Kafir ist, haben Kuffar die Stellung, wie bei manchen Leuten, dass sie einfach getötet werden dürfen? Antwort nein. Und diese kranken Herzen versuchen natürlich, diese Ayat so zu interpretieren, wie sie wollen. Aber Alhamdulillah, die Gelehrten haben sie schon in der Zeit von Ali ibn Abi Talib widerlegt, wie wir später dazu kommen werden. Und auch in der jetzigen Zeit, und sie werden sie immer widerlegen. Liebe Geschwister, dann gibt es noch einen Kafir Musta'min. Das ist ein Kafir, er kommt herein in das Land, um sich zum Beispiel behandeln zu lassen. Oder um eine Sache zu studieren. Oder um Tijara zu machen. Dieser ebenfalls ist unter dem Schutz des Islam. Unter dem Schutz des Islam. Das heißt, wir haben einen Kafir, der ein Kafir, Mu'ahad ist, unter dem Friedensvertrag steht. Auch der Musta'man unter dem Friedensvertrag steht. Und wir haben einen Kafir, der ein Zimmi ist, der sowieso in einem islamischen Land lebt. Unter den Muslimen, diese drei sind geschützt in unserer Religion. Er wundert sich nicht, dass es auch andere Ayat gibt, als die Ayat, die er liest. Allah Azza wa Jalla sagt, لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah Azza wa Jalla sagt, Allah hat euch nicht verboten gegenüber denjenigen, die euch, zwei Bedingungen, nicht wegen der Religion töten und euch nicht aus euren Häusern vertreiben, dass ihr zu ihnen, höre zu, dass ihr zu ihnen gütig seid. Bir, Allahu Akbar, ein gewaltiges Wort. Und dass ihr ihnen gegenüber gerecht handelt, wahrlich Allah liebt diejenigen, die gerecht handeln. Das ist für diese drei Gruppen, für diese Kuffar, Allah Azza wa Jal hat sie geschützt, subhanahu wa ta'ala. Und wehe dir, nachdem Allah sie geschützt hat, dass du diesen Leuten etwas antust, womit du vor Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah stehen wirst. Aber über wen handeln die Ayat, die wir dann zuvor gelesen haben? Und es gibt noch andere Ayat im Koran, die handeln um den Kafir al-Muharab. Den Kafir al-Muharab, das ist der zu bekämpfende Kafir. Leute kommen in dein Land herein, Kuffar, und sie wollen dein Land einnehmen, deine Religion zerstören, deine Religion vernichten. Sie wollen, wal'iyadu billah, Frauen vergewaltigen. Dieser ist ein Kafir Muharab. Und wir sagen ganz klar, es ist das größte Recht und die größte Pflicht von einem jeden Muslim, diese Kuffar, die reinkommen, in sein Land zu töten. Allahumma dammir a'da'ad-din. Jeder
hat das Recht, sich zu verteidigen. Taib, eine Frage. Warum haben die Kuffar Verteidigungssysteme? Damit sie die Leute zum Essen einladen, wenn sie in ihr Land hereinkommen? Haben sie deswegen die Verteidigungssysteme? Aber bei denen ist es kein Problem. Weil wenn sie sich verteidigen, dann sind sie Freiheitskämpfer. Und wenn unsere Leute sich verteidigen, wir nennen sie Mujahideen. Allahumma irfa' darajat al-Mujahideen. Das sind Leute, sie kämpfen auf dem Weg Allahs. Warum? Weil ihnen Unrecht angetan wurde. Haben sie von selbst aus Blut vergossen bei Allah? Nein. Was haben sie gemacht? Sie waren in ihrem Land. Sie haben normal gelebt. Auf einmal kommen die Kuffar herein und wollen ihnen ihre Religion wegnehmen. Und das haben wir gesehen. Damals diese Shayateen, Bush und seine Kompanien, Allahumma dammir a'da'ad-din. Sie kamen herein in Irak, angeblich wegen Massenvernichtungswaffen. Hat man sie gefunden? Nein. Ein Wort, eine Entscheidung, 1 Million Tote. Die Außenministerin damals hat gesagt, weil Iyadu Billah, als sie gefragt wurde, 500.000 Kinder sind dabei gestorben. War das gerecht für einen Krieg, wo keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden? Sie sagte, der Preis war hoch, aber ich denke, er war gerecht. Wer hat sie Hasspredigerin genannt? Wer? Das ist Amerika. Die anderen sind die Schuhputzer von Amerika. Deswegen müssen sie still sein. Still sein! Weil diese Leute keine Ehre und keine Religion haben. Und wir sagen nein. Wer in dein Land hereinkommt, ebenfalls hier, wer kommt, um dich zu bekämpfen, er kommt und du hast ihm nichts getan. Das ist das Selbstverteidigungsrecht, was sogar in den Verfassungen der Kuffar drinsteht. Warum? Weil das ein allgemeines Recht ist. Jeder hat dieses Recht, jeder darf sich verteidigen, der angegriffen wird. Und wir reden über einen Zustand, wo die Kuffar hereinkommen in die Länder der Muslime, so dürfen die Muslime sie bekämpfen. Und das ist ihr Recht, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jalla hat uns gesagt, إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ. Vielmehr erlaubt Allah Azza wa Jalla euch gegenüber denjenigen nicht gut zu sein. Wer? Die euch wegen eurer Religion töten und euch aus euren Häusern vertreiben. Und diejenigen, die ihnen dabei helfen, Allah Azza wa Jalla hat euch verboten, gegenüber denjenigen gut zu sein. Für diese Leute gelten die Ayat, die du gehört hast. Sei hart gegen sie, ja Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam im Kampf. Für diese Leute gelten die Ayat, dass wenn sie reinkommen und dich töten wollen, dass es dein volles Recht ist, diese Leute zu bekämpfen. Das ist ein klares Gesetz von Allah Azza wa Jalla und wir lassen uns das niemals nehmen. Und wenn die Kuffar 100.000 Mal sagen, das sind Extremisten und Terroristen, nein, wir sagen, das sind Mujahideen. Das sind Leute, sie bekämpfen einfach nur den Feind, der in ihr Land reingekommen ist. Eine Frage, liebe Geschwister, wie viele muslimische Länder, weil ich vorhin auch gesagt habe, was sie über uns sagen, das machen sie selber. Wie viele muslimische Länder kennst du und könntest jetzt mit den Fingern zählen, die in ein Land der Kuffar gegangen sind und es besetzt haben? Du sagst mir kein einziges. Okay, dann fragen wir umgekehrt. Wie viele Kuffar sind in die Länder der Muslime hereingekommen, haben deren Land zerstört, deren Wirtschaft zerstört, deren Frauen vergewaltigt, deren Muslime getötet? Wie viele? Wir können sie nicht mehr zählen. Wir können sie nicht mehr zählen. Das ist klar. Und jeder weiß das. Jeder, der etwas Verstand hat, weiß, liebe Geschwister, dass diese Leute, wal'iyadu billah, nichts anderes als Verbrecher sind. Das heißt, wer darf nach unserer Religion bekämpft werden? Auf wen fallen diese Ayat? Auf wen fallen diese Hadithe? Das sind Leute, die Unrecht uns gegenüber tun. Und die anderen, die kein Unrecht dir gegenüber tun, so ist deine Aufgabe, gut und gütig zu ihnen zu sein, in der Hoffnung, dass Allah Azza wa Jalla sie zum Islam leitet. Wallahi, wie viele Leute sind im Reich der Muslime, wo Umar ibn al-Khattab und Uthman ibn Affan und Ali ibn Abi Talib, wo sie Khulafa waren, wie viele der Ahl-Dhimma, der Leute von den Juden und Christen haben den Islam angenommen, weil sie die volle Gerechtigkeit in dieser Religion gesehen haben. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiru innahu huwa al-ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Leute, die Extremisten sind, verüben im Namen des Islam Verbrechen. Und sie behaupten, dass sie das nur tun, um Allah Azza wa Jalla näher zu kommen. Einer, والعياذ بالله, er nimmt ein Messer und fängt an, den Nacken seines Bruders zu schlachten, indem er die Worte Bismillah Allahu Akbar sagt.
Und derjenige, der geschlachtet wird, sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Was ist das für ein Bild, liebe Geschwister? Einer sagt, Bismillah, Allahu Akbar, während er schlachtet von diesen Verbrechern, die die Pest auf dieser Welt sind, und wir kommen gleich auf sie zu sprechen. Dieser sagt, Bismillah, Allahu Akbar, sozusagen, ich tue diese Tat nur für dich, ja Allah. Und der andere, er sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und er schlachtet ihn. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, La yahillu damu imri'in muslim illa bi'ihda thalath. Al-thayyibu al-zani, wal-nafsu bil-nafs, wa al-tariku li-dinihi. Das Blut der Muslime ist geschützt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du das Blut der Muslime niemals vergießen darfst. Und weil ayyadu billah, so viele Leute werden yawmul qiyamah deswegen in das Höllenfeuer reinkommen. Das erste, wonach Allah azza wa jal richten wird yawmul qiyamah, nach dem Blut. Und er tötet einfach seinen Bruder, ohne mit der Wimper zu zucken, und behauptet, dieses wäre noch im Auftrag des Islam. Deswegen sagen wir zu den Nichtmuslimen, es betrifft nicht nur euch. Sie töten vor allen Dingen Ahlus Sunnah, die sogenannten ISIS und Daesh-Leute. Wie ihr seht, subhanallah, wallahi, ein Konstrukt von den Geheimdiensten, wie sie diese Leute bewegen. Sie töten nicht diejenigen, die die Feinde des Islam sind. Nein, vielmehr töten sie die Muslime. Und das war schon immer so in der Zeit gewesen, wie wir gleich darauf zu sprechen kommen. Subhanallah, einer, er sagt, ich tue das im Namen des Islam. Warum? Ich habe eine Ayah gelesen. Dieser ist ein Murtad. Dieser, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim, das Blut von einem Muslim ist geschützt, außer in drei Fällen. Das ist der Ehebrecher, derjenige, der, wal'iyadu billah, wenn er verheiratet ist, Zina macht. Dieser, sein Blut ist nicht mehr geschützt, weil er bekommt eine Strafe nach der islamischen Gesetzgebung. Und derjenige, der eine andere Person tötet, hier gibt es ein Qisas, eine Wiedervergeltung. Und der dritte ist derjenige, der die Religion verlässt. Aber wer setzt die Strafen für diese Leute fest? Es ist nur der Richter, Waliul Amr, der Befehlshaber, dieser setzt diese Befehle für diese Leute fest und nicht das Volk mit Ittifaq al-Ulama, mit Übereinstimmung aller Gelehrten. Was denkt ihr, was wir für ein Durcheinander hätten? Einer sieht im Land einen, der sagt, ja, ich habe gestern gehört, der hat Zina gemacht und der ist verheiratet, ich hole mal schnell mein Schwert. Dann fängt jeder an. Und jeder tötet den anderen. So etwas gibt es nicht in unserer Religion. Wir haben kein Chaos. Wir haben so etwas nicht, liebe Geschwister. Wir haben ein Waliul Amr und wir haben Gerichte, die darüber entscheiden. Nichts anderes. Und das ist nicht deine Aufgabe. Weil manche Leute wollen in jedem Gebiet Gerichter sein. Mashallah. Gestern noch geklaut in Kaufland und morgen Richter. Aber so haben wir das in dieser heutigen Zeit. Das Blut des Muslim ist geschützt. Du darfst dieses Blut nicht anrühren. Und wehe dir. Wallahi, wie viele Leute werden deswegen in Jahannam eine lange Zeit verbringen, weil Allah Azza wa Jal denjenigen angedroht hat, die einen Mu'min töten, dass sie in das Höllenfeuer hereingehen. Allah Azza wa Jal bestraft sie im Höllenfeuer, er ist zornig auf sie und Allah Azza wa Jal lässt sie für ewig drinnen. Das gilt, ewig bedeutet hier für die Zeit, die Allah Azza wa Jal bestimmt. Subhanahu wa ta'ala. Solange dieser als Muslim stirbt, der Mörder. Wer sind dann diese Leute, diese Kranken? Wir haben gesagt, diese Leute, sie lesen Ayat, sie lesen Ahadithe und dann fangen sie an zu handeln. Wer sind sie? Das sind Leute, die sind Juhal, ein Jahil. Aber es gibt zwei Arten von Jahil. Der eine Jahil, die Gelehrten sagen, Al-Jahlul Basir. Das bedeutet einer, er ist ein Jahil, wenn du ihn fragst nach einer Mas'ala, nach einer Sache im Islam. Er sagt dir, Allahu A'lam, ich weiß es nicht. Er antwortet nicht. Dieser ist ein Jahl. Aber sein Jahl, liebe Geschwister, kann er zu jeder Zeit aufheben. Und der andere, der hat den Jahl al-Murakkab. Das bedeutet, er ist ein Jahl, aber denkt, dass er ein Gelehrter von den Gelehrten Allama ibn Allama ist. Mit dem darfst du auch gar nicht reden. Der hat alles intus. Der kennt den Tafsir, der kennt Usul al-Fiqh, der kennt die Ahadith. Der kennt alles, ironisch gemeint, und deswegen kann er als Gelehrter selber entscheiden, wie er die Ayat und die Hadith versteht. Schande über diese Leute, die anfangen, in unserer Religion das Übel hereinzubringen, liebe Geschwister. Jahil, ein Jahil durch und durch. Was macht dieser Jahil? Er liest Ayat, er liest Ahadith, versteht sie nicht, aber
denkt dann, dass er so und so handeln kann. Er fragt nicht die Gelehrten. Die Gelehrten haben bei ihm keinen Wert, sind alles Palastgelehrte. So sagt er. Und subhanallah, wenn wir gleich auf die Geschichte der Khawarij zu sprechen kommen, wallahi, ihr seht, 1:1 die Geschichte hat sich wiederholt. 1:1. Warum? Weil der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat. Er lässt sich von den Gelehrten nichts erklären und zudem noch ist er im Internet, in sozialen Netzwerken, Twitter und Facebook, da lernt er seine Religion. Von Abu Mujahid, Abu Muqatil und diese Leute, die wal'iyadu billah, die schlimmsten Sünder sind. Aber sie zeigen sich nach außen, dass sie die Besten sind. Möge Allah sallallahu uns bewahren. Dieser Jahil, schaut mal, subhanallah. Und nur ein kurzes Beispiel. Ali ibn Abi Talib in seiner Zeit, radiyallahu anhu arda, er hatte einen Krieg mit den Khawarij. Und die Leute heute, die wir ISIS nennen, und Al-Qaida und diese Leute, sie haben diesen Fikr, sie haben dieses Gedankengut. Das sind Leute, die, wal'iyadu billah, dieses Gedankengut tragen und das in die Gesellschaft hereinbringen. Und ihre Taten sprechen für sich. Und wer sagt nein, wal'iyadu billah, dieser hat ein krankes Herz. Wir können Ihnen tausende von Beispielen bringen, wo sie Marktplätze in die Luft gesprengt haben, wo sie unschuldige Leute getötet haben. Die Fatawa sind immer noch da, sowohl in Audio, als auch im Video, als auch im Text. Diese Leute sollen Allah fürchten, die sagen nein, es gibt diese Sachen nicht. Ali ibn Abi Talib hatte einen Streit mit ihnen. Warum? Diese Leute, die Khawarij in seiner Zeit, haben Ali vorgeworfen, und ich kann nicht die ganze Geschichte erzählen, dass er ein Kafir ist. Ali ibn Abi Talib, den Allah und sein Gesandter lieben, wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam gesagt. Und sie haben ihm vorgeworfen, dass er nicht mit der Scharia regiert. Überlegt mal, Ali ibn Abi Talib. Und sie sind nicht mal der Fußnagel wert von Ali ibn Abi Talib, alle ihre Verbrecher zusammen, bei Allah. Dann sagen sie, dieser Mann ist ein Murtad, ein Kafir, sein Blut ist Halal. Er sagte, Kalimatul Haqq yuradu biha al-Batil. Das ist ein wahres Wort, was sie sprechen, denn sie haben gesagt, Inil hukmu illa lillah, das Urteil gehört nur Allah, Azza wa Jal. Er sagt, das ist ein wahres Wort, denn es ist von was? Vom Koran. Aber sie wollen damit etwas anderes erreichen, als das, was diese Ayah aussagt. Was haben sie getan? Sie haben angefangen, sich selbst ein Lager zu bilden. Schaut mal, Leute, die Juhal waren. Ibn Abbas, als er zu ihm kam, er hat sich umgeguckt, er sagte, Wallahi, ich habe keinen unter den Sahaba unter ihm gesehen. Was heißt das? Die Sahaba waren für sie Verräter. Leute, von denen man nicht die Religion annimmt. Eine Frage. Wenn Ibn Abbas, zu dem sie gesagt haben, als er zu ihm kam, um mit ihm zu diskutieren, sie sagten, Marhaban, Ibn Abbas. Herzlich willkommen. Sie haben nicht gesagt, Assalamu alaikum, weil er ein Kafir bei ihm. Sie haben ihm gesagt, Marhaban, Ibn Abbas. Wenn sie Ibn Abbas nicht als Gelehrten genommen haben, wenn sie Ali ibn Abi Talib nicht als Führer akzeptiert haben, wenn sie Ibn Mas'ud und die gesamten großen Gelehrten der Sahaba nicht akzeptiert haben, dann heute die Gelehrten. Dann heute die Gelehrten. Denkt doch mit, o Diener Allahs. Sollen sie heute die Gelehrten akzeptieren? Damals haben sie das nicht schon akzeptiert. Eines Tages, wie Ibn Kathir in Bidayah wal Nihaya sagt in seinem großartigen Buch, saß Ali ibn Abi Talib auf der Mimba und er fing dann an, und ich bitte euch um Sabr, liebe Geschwister, 5 Minuten länger, weil das ist ein wichtiges Thema. Er fing dann an, Khutba zu machen. Ali ibn Abi Talib, Waliul Amr. Er war der Khalif in seiner Zeit. Und plötzlich standen Leute von den Khawarij mitten in der Khutba auf. Sie haben ihm gesagt, in al-Hukmu illa lillah, in al-Hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Welche Wörter hören wir die heute in dieser heutigen Zeit? Das Urteil gehört nur Allah. Hat Ali ibn Abi Talib was anderes gesagt? Und wer mit etwas anderem richtet, außer mit den Gesetzen Allahs, das ist ein Kafir. Hat Ali ibn Abi Talib was anderes gesagt? Dann fing einer an, nachdem Ali angefangen hat, radiallahu an, mit ihnen vernünftig zu reden, während sie die Khutba gestört haben. Dann fing einer an, die Finger in die Ohren zu stecken. Er sagte, وَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allahu Akbar. Er bringt eine Ayah über die Kuffar auf Ali ibn Abi Talib. Und dir wurde bereits offenbart, ja Muhammad, wenn du Schirk begehst und auch denjenigen, die vor dir waren, wenn du Schirk begehst, so werden alle deine Taten hinfällig sein. Was meinte er damit? Ali ist ein Mushrik, ein Murtad, sein Blut ist Halal. Ali ibn Abi Talib ist ruhig geblieben. Und er fing an, mit den Leuten zu diskutieren. Subhanallah.
Bis einer zu ihm gesagt hat, und ich kann den ganzen arabischen Text jetzt nicht vorbringen, liebe Geschwister. Er sagte zu ihm, ich wünschte mir, ich könnte dich töten zu Ali ibn Abi Talib, damit ich mich Allah dabei nähere. Damit ich Allah mich dabei nähere. Was sehen sie? Sie sehen deinen Tod als Wohlgefallen zu Allah Azza wa Jal. Und sie vergessen, dass sie einen Gläubigen töten. Und niemand wird das bezweifeln, dass Ali ibn Abi Talib einer der besten Sahaba war. Die Gelehrten haben dieses bezeugt. Dann brauchen wir nicht die Aussagen der Juhal, liebe Geschwister. Schaut, wie sie mit Ali ibn Abi Talib umgegangen sind. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über diese Khawarij? Ich werde die Hadith runterrattern. Und ich bitte, dass man aufpasst, damit wir sehen, ob das diese Zeit ist, in der wir leben. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, hum sharrul khalqi wal khaliqa. Sie sind das Übelste unter der Schöpfung von den Menschen und unter den Tieren. Er sagte, tuba liman qatalahum. Ein Paradies für diejenigen, die sie töten. Au qatalu, wa qatalu. Oder wenn er von ihnen, von den Khawarij, getötet wird. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi shay. Sie, diese Khawarij, laden ein zum Buche Allahs, sie aber sind am entferntesten von diesem Quran. Allahu Akbar. Wir hören doch heute, wie sie Ayat sagen, wie sie bestimmte Dinge sagen, als ob man denkt, diese Leute haben Ahnung. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Das reicht nicht nur, dass einer eine Ayah nennt und ein Bart hat oder eine Jalabiyah oder dass er so tut, als ob er einer der Mujahideen ist. Dieser, wal'iyadu billah, höre, was der Prophet sallallahu gesagt hat. Yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Sie lesen den Koran, aber der Koran wird nicht ihre Hälse überschreiten. Diese Wörter nützen ihnen gar nichts. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, la'in adraktuhum la'aqtulannahum qatla'an. Und wenn ich sie erwische, erreiche, diese Khawarij, so werde ich sie töten, wie Ad getötet wurde. Die Gelehrten sagten etwas sehr Schönes, was bedeutet, wie die Ad getötet wurden. Wir wissen, Allah hat sie vernichtet. Aber nicht nur vernichtet, er hat niemand einzelnen von ihnen übrig gelassen. Deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, ich werde sie töten, wie Ad vernichtet wurde. Warum? Weil diese Leute, es gibt nur eine Heilung für ihre Krankheit, dass sie vom Erdboden verschwinden müssen. Es gibt keine andere Heilung. Keine andere Heilung! Keine. Und das sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte, liebe Geschwister, höre zu, was für gewaltige Wörter er gesagt hat. Dinge, die uns heute die Augen öffnen. Er sagte über dieses Volk, يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. Er sagte, es wird in der letzten Zeit ein Volk kommen, sie haben Milchzähne. Schaut mal, die Khawarij, wenn du sie anguckst, die meisten sind zwischen 15 und 30 Jahre. Die haben gerade mal gelernt zu laufen. Deswegen, Milchzähne hat er sie genannt. Und er sagte, Leute, die verrückte Gedanken haben, die ein kaputtes Verständnis haben und ein Verstand. Allahu Akbar. Was sagte er noch über sie? Er sagte, höre zu, Allahu Akbar, und das wissen die wenigsten. Und das zeigt uns Hakikat Da'esh. Das zeigt uns, wer Da'esh wirklich sind und die Khawarij allgemein. Kullama quti'a qarn nasha'a qarn. Jedes Mal, wenn von ihnen die Generation, die Khawarij kommen in einer Generation, sie sind viele, dann werden sie abgeschnitten. Das heißt, sie werden niemals richtig Macht bekommen. Dann werden sie verschwinden. Sie kommen und sie gehen. Und sie kommen und sie gehen. Aber sie werden niemals einen Khalifat haben. Nicht das, was Abu Bakr al-Baghdadi, der unter der Erde nicht Ein Khalifat ist das, wohin die Leute pilgern und nicht wovon die Leute abhauen. Das ist ein Khalifat. Möge Allah soll uns bewachen. Sie werden niemals wirklich etabliert sein. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Wenn sie, eine Generation kommt, eine Generation geht, eine Generation kommt, eine Generation geht, bis zum Ende der Zeit, und dann werden sie mit ad-dajjal Krieg führen gegen die Muslime. Mit wem? Mit Ad-Dajjal! Das, was dir klar machen sollte, wer diese Khawarij ist. Wallahi, billahi tallahi. Ich sage es euch, so wie es ist. Viele Khawarij wissen, dass sie Khawarij sind. Und viele wissen, was die Ayat und die Hadith über sie bedeuten. Und trotzdem sagt er, ich möchte einer von ihnen sein. Aber er wird dir das niemals sagen. Er nennt sich auch nicht von den Khawarij. In der damaligen Zeit haben sie gesagt, nahnu shurat. Shurat bedeutet, wir sind Leute, die unsere Seelen an Allah verkauft haben.
So haben sie sich genannt, aber wir haben die Sahaba sie genannt, Khawarij. So haben sie genannt. Und daher warne ich mich und dich, o Diener Allahs. Das ist dieser Jahl, den sie haben. Dieser Jahl ist ein ganz, ganz übler Jahl. Wenn du anfängst, selber die Religion nach deinem Kopf zu verstehen, und wenn du anfängst, im Internet mit Shubuhat, mit Scheinargumente hier und her, hin und her zu laufen, dann schau mal, subhanallah, was wird zum Schluss herauskommen? Du wirst Ayat falsch verstehen, du wirst Hadithe falsch verstehen und zum Schluss gehst du in die Irre, vielleicht in die eine, vielleicht in die andere Richtung. Das wird passieren, wenn du das Seil der Gelehrten abtrennst, weil du diese Leute für Verräter hältst. Alleine dieser Gedanke, Allah wird es dir heimzahlen. Und ich kann euch sagen, in dieser heutigen Zeit, und das ist mein letzter Satz, so viele Leute, die schlecht über die Gelehrten geredet haben, schaut mal, die sind jetzt in Gefängnissen. In Gefängnissen, walayadu billah, und sitzen jetzt 10 und 20 Jahre ab. Nicht Prüfung, das ist eine Strafe von Allah, weil sie über die Gelehrten die übelsten Wörter gelassen haben. Und das haben wir damals schon gesehen in der Zeit der Sahaba. Wer schlecht über die Gelehrten geredet hat, so war sein Ende übel. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Möge Allah عز وجل uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah عز وجل uns richtiges Verständnis in der Religion geben. Möge Allah عز وجل uns weder extremistisch noch Untertreiber sein lassen. Möge Allah عز وجل uns zu einem Volk der Mitte machen. Möge Allah عز وجل uns يوم القيامة mit unserem Liebling Muhammad صلى الله عليه وسلم vereinen. Und den letzten Satz, den ich sage: Wenn die Idara sieht, und wir sind hier in dieser Mesche, dass jemand solche Gedanken hat, dass er zu denjenigen gehört, die rechtfertigen, ihr Ungläubige zu töten. Oder Muslime sogar. Weil bei manchen ist sowieso kein Unterschied zu sehen. So sagen wir ihnen, du wirst keine Ruhe in dieser Moschee finden. Und ich hoffe, man versteht, was ich meine. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.